So, ich begrüße alle zur Nachmittagssession, zum zweiten Hauptvortrag heute. Bernd Schmid hat mir gerade gesagt, ich soll ihn nicht zu sehr in Weihrauch einhüllen. Er ist der Ehrenpräsident des Bundesverband Coaching in Deutschland. Er hat auch von den Transaktionsanalytikern den Eric Byrne-Preis bekommen international. Eigentlich habe ich gehofft, dass er genau den Vortrag hält, den er gehalten hat, als er den Lifetime Achievement Award der deutschen Weiterbildungsbranche bekommen hat und der Speaker Association in Deutschland. Aber es wäre nicht Bernd Schmid, wenn er nicht die Ideen gleich wieder weiterentwickelt hat. Er hat gesagt, er hat schon wieder neue Ideen, wie er das weitermacht, und dann werden wir jetzt eine Weiterentwicklung von seinem Festvortrag hören. Ich denke, er hat Tausende von Coaches beeinflusst in Deutschland. Ich kenne ihn schon seit, glaube ich, Januar 1980. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen, als Jeff Zeig sein erstes Seminar gehalten hat in Heidelberg, was Gunter Schmid und ich organisiert haben. Also das erste Seminar, was Gunter Schmid und ich in Heidelberg organisiert haben. Jeff Zeig kannte Bernd Schmid und ist danach mit uns zusammen zum Bernd Schmid gegangen. Gunter kannte Bernd aber schon vorher. Ich bin schon in Freizeitkleidung, das hat einen Grund, weil wir fahren direkt danach in Männerurlaub, Eberhard Hauser, Gunter Schmid, Bernd Schmid. Also ich kann mich dann erholen von dieser Tagung und ich freue mich da schon drauf auf die vielen Gespräche mit euch. Okay, Bernd. Ja. Vielen Dank, Bernhard. Wir haben ja Vornamensähnlichkeit. Es wird jetzt keine PowerPoints geben. Ich dachte, es ist auch gut, mal einen Unterschied zu machen. Es gibt dann schon PowerPoints, aber erst danach im Workshop, heute Nachmittag oder morgen Vormittag. Ich möchte gerne erzählen. Ich kann das leider nicht so wie der Gunter Schmid, dass ich nur Kleingruppen und Familienfeste vor mir sehe, sondern ab 300 Leute bereite ich mich gern vor und habe deshalb einen richtigen Vortrag ausgearbeitet, dem ich entweder wörtlich entlang gehen kann, falls ich mich verliere, oder ein bisschen dazu fabulieren kann. Das Erzählen hat den Vorteil, die Welt kommt ja zu einem durch die Ohren, dass ich hoffentlich mit einigen der Ideen zu Ihnen komme, und die Bilder kommen dann als innere Bilder hoffentlich, die aufsteigen. Ich werde manche kleine Geschichte erzählen, auch von mir, und selbstverständlich sind Sie eingeladen, parallel in Ihrer Biografie, in Ihrer Seelenlandschaft Bilder zu generieren, die für Sie richtig sind. Ich fange zur Einstimmung mit einer Story an, aus einem Workshop in San Francisco 2009. Das Thema dort war biografische Hintergründe und berufliche Lebenswege. Beschäftigt mich also schon eine Zeit. Und nach einer geleiteten Fantasie berichtete ein ca. 60-jähriger US-Kollege eine Schlüsselszene aus seiner Kindheit. Sie war nach Jahrzehnten gerade eben wieder aufgetaucht. Er berichtet: In der kleinen Stadt, in der ich aufwuchs, war mein Vater der Allgemeinarzt. Eines Tages wurde der wichtigste Fabrikant in dieser Stadt psychotisch und rannte nackt durch das Städtchen. Niemand wusste damit umzugehen. So holte man meinen Vater. Dieser hatte die Aufgabe, den Mann zur Vernunft zu bringen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er dabei sein Gesicht nicht verlor. Irgendwie gelang das auch. Und nach dieser Erzählung sagte der Kollege mit einem tiefen Seufzer: Oh my God, and exactly this
is what probably I am doing as a management consultant since many, many years. Ja, mein Thema, also immer noch ganz ähnlich, heute seelische Kraftfelder und Selbstwertung im Beruf. Ich hangle mich den beiden Begriffen erstmal entlang. Seelische Kraftfelder. Vielleicht würde man moderner von Aktivierungsmustern und deren Orchestrierung im Gehirn sprechen. Doch das ist letztlich auch nur eine Metapher. Wir sind auch mit Gehirnforschung meilenweit davon entfernt, inhaltliche Beweggründe von Menschen und deren Zusammenspiel erklären zu können. Wir können nur versuchen zu verstehen. Als eine Annäherungsmetapher an seelische Kraftfelder können wir uns in unserem Hintergrund Felder aus Magneten vorstellen. Sie geben allem, was wir als unsere Wirklichkeit erleben und gestalten, eine Ausrichtung. Je nachdem, welche Magnete aktiv sind und zusammenspielen, orientieren sie unser Erleben und Verhalten. Sie formen unsere Fortbewegungsart und unsere Entwicklung. Und das ist uns nur zu einem kleinen Teil bewusst, der weitaus größere Teil ist unbewusst. Dennoch wollen wir natürlich gerne damit Dialog halten. Wir wollen das besser verstehen, wie wir uns diese seelischen Kraftfelder vorstellen können. Dazu kommen wir im zweiten Teil. Ich möchte mich zunächst mit Selbstwertung befassen. Selbstwertung oder Individuation, das ist ein Begriff von Carl Gustav Jung. Obwohl der Psychoanalyse verpflichtet, ging es Jung nur begrenzt um den Blick zurück, eher um den Blick nach vorne. Was könnte aus diesem Menschen werden? Wie könnte ich seine Entwicklung unter diesem Blickwinkel verstehen? Ungereimtheiten kann man als Überbleibsel der Biografie verstehen, aber auch als noch unerlöste Vorformen künftiger Entwicklungen. Sind wir nicht alle die Ruinen von gestern und gleichzeitig die Baustelle für morgen? Ein Spruch, den ich mal aufgesammelt habe. Es macht einen Unterschied, ob ich schaue, was ist, oder darauf schaue, was sein könnte. Lieben heißt, einen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint haben könnte. Manche kennen vielleicht diesen Spruch von Dostojewski. Individuation beschreibt den Prozess des Ganzwerdens zu etwas Einzigartigem, einem Individuum. Lateinisch also untrennbar, unteilbar. Das ist nach dieser Ganzheitsrhetorik jetzt wieder ein bisschen unmodern geworden. Wir sprechen jetzt lieber wieder von ganz vielen Teilen, aus denen wir sind und die vielen Teilpersönlichkeiten und Optionen, die wir für diese entwickeln können. Das ist auch wichtig. Und alle kennen ja den ursprünglich von Gunter Schmidt aufgebrachten Slogan: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Doch wer bin ich? Da geht es doch um Identität. Die Frage, wer bin ich, kann man am Ende nicht über die Vielfalt und multiple Persönlichkeiten beantworten. Entscheidend ist, welche Vielfalt zu dem jeweiligen Menschen passt. Welche Auswahl hat er getroffen? Gelingt ihm eine Integration? Gelingt ihm hinreichende Passung zu seinen Lebenswelten? Auch Vielfalt kann krank machen. Wenn Menschen Vielfalt nicht mehr in sich und ihrem Lebensgefüge zusammenkriegen. Wenn wir keine Beschränkungen mehr hinkriegen, können wir zum Persönlichkeits- und Entwicklungsmessi werden.
Anwesende sind selbstverständlich ausgenommen. Ich unterscheide gerne zwei Begriffe dabei, nämlich Integration und Integrität, weil sie verschiedene Aspekte dieser Sache beleuchten. Integration heißt, lebt jemand sein Leben so, dass er es in Zeit und Raum überhaupt noch zusammenkriegt. Und schon manche übernehmen sich da und zerfasern. Integrität, diesen Begriff habe ich eher gewählt für die Fragestellung, passt das, was ich lebe, auch wenn ich es zusammenkriege, wirklich zu mir? Und Sie können sich vorstellen, dass es zum Beispiel in der Beratung zwei verschiedene Foki sind, ob jemand etwas macht, was passt, es aber nicht zusammenkriegt, oder ob jemand es durchaus etwas zusammenkriegt, aber genau genommen passt es nicht. Nicht zufällig ist Kohärenz entscheidend für Resilienz, also für Widerstandsfähigkeit und Gesundheit trotz Belastung. Also neben der Pflege von Vielfalt müssen wir etwas tun, um uns zu verankern und der Vielfalt Rahmen zu bieten. Sonst gehen wir uns verloren und sind mitten in der Multi-Optionsgesellschaft arm. Es gibt ja eine Sprüchesammlung von mir und einer meiner Sprüche lautet, wer sich alle Türen offen halten will, muss sich darauf einrichten, sein Leben im Gang zu verbringen. Mittlerweile scheinen mir manche Gänge überfüllt. Ja, die Frage ist, geht Individuation nach Plan, also Ziele setzen und Ziele erreichen, wie das heute so gern gemacht wurde? Klaus hat ja zu der Geschichte von Fortschritt und Zielvorstellung uns einiges Erhellendes schon gesagt. Klar, es kann auch wichtig sein, sich Ziele zu setzen und sich an Zielerreichung auszurichten. Wir wollen jetzt nicht schwarz-weiß malen. Nur für Lebensentwicklungen bevorzuge ich das Umschreiben von Richtungen. Wenn ich ein Ziel anstrebe, strebe ich einen Punkt auf einer bekannten Entwicklungslinie an. Bezüglich Lebensentwicklungen ist das allerdings kaum möglich und ich glaube auch nicht wünschenswert. Wir kennen uns selbst und die uns möglichen Entwicklungslinien dafür viel zu wenig. Und das Gelände ist unübersichtlich. Orientierung können wir also erst unterwegs finden. Ohne Kontakt mit dem Leben vor Ort haben wir viel zu viele Aquaplaning-Effekte. Aber Richtungen können wir einem Ahnungssinn folgend umschreiben. Wir können unterwegs anspüren, ob die Richtung stimmt. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich meine Lebensentwicklung so geplant und meine Ziele so definiert hätte, wie ich sie heute erreicht habe. Habe ich nicht. Wie ist das bei Ihnen? Für meine Entwicklung passt eher ein Bild, das mir mal eingefallen ist, von einer Goldader. Sie wissen wahrscheinlich, in der Alchemie steht Gold für Essenz. Ich habe halt gebohrt, wo ich Gelegenheit hatte, wohin mich meine Biografie, eigene Ahnungen, vielleicht die Ideen anderer oder Zufälle verschlagen haben. Und wenn ich dabei auf eine Ader mit einigem Goldgehalt gestoßen bin, habe ich dort halt weitergegraben. Also weniger generalstabsmäßige Lebensplanung, eher Segeln auf Sicht, wie das Peter Kruse nennt. Und dann müssen wir uns arrangieren mit dem, was halt geworden ist. Das Leben ein Provisorium. Mir ist vor Jahren folgender Spruch eines Rückschauenden dazu über den Weg gelaufen. Der Autor kenne ich leider nicht mehr. Er lautet, irgendwann wurde mir klar,
dass das, was ich für das Stimmen der Instrumente gehalten hatte, das Konzert gewesen war. Also Leben nach dem SIW-Prinzip. Das kennen Sie jetzt nicht. Ich kannte es auch nicht. Als wir unseren Garten machen ließen, hier in der Nähe, in Wiesloch, haben wir einen Maurermeister beauftragt, die Wege zu pflastern. Ich musste danach auf eine Reise und als ich zurückkam, waren diese Wege ziemlich anders, als wir es besprochen hatten. Und ich habe ihn, er hieß zufällig auch Bernd, gefragt, du Bernd, jetzt wird es ein bisschen Dialekt, was hast du da gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich nach dem SIW-Prinzip gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist das für ein Prinzip? Er schaut mich treuherzig an und sagt, so ist es wahr. Seid ja ein geflügeltes Wort in meiner Umgebung. Ja, der Mensch möchte sein Leben erzählen. Denn der Mensch ist ein narratives Wesen. Ich schreibe ja öfter mal einen Blog, wenn Sie das interessiert. Sie können ihn gerne kostenlos abonnieren. Und da habe ich mal über den Unterschied zwischen Mensch und Tier sinniert. Und man stellt ja in der Tierforschung so viele Dinge fest, die man früher als Privileg des Menschen angesehen hat. Da bleibt nicht so fürchterlich viel übrig. Aber eins bleibt doch übrig, der Mensch ist ein narratives Wesen. Er will nicht nur irgendwie leben, sondern sich und der Welt Sinn machen. Wenn man darauf achtet, kann es erstaunen, wie viel Menschen mit Selbsterzählung beschäftigt sind. Hören Sie doch mit diesem Ohr hier auf der Tagung durch aktuelle Inhalte der Gespräche hindurch. Dann bekommen Sie leicht Ideen, als wen sich die beteiligten Menschen derzeit zu erzählen versuchen. Und beobachten Sie die Resonanzen anderer. Man spürt, ob die anderen einer Erzählung positive Resonanz geben, sie ergänzen, abwandeln oder vielleicht sogar gerne ihr etwas entgegensetzen wollen. Vielleicht gibt es so etwas wie Wesensschau, mit der ich auf die Selbsterzählung eines Menschen intuitiv reagiere, sie irgendwie abgleiche. Wir setzen den Dialog mit dieser Ebene bei uns in den Weiterbildungen systematisch ein, nennen das Spiegelungen. Die in unserer Weiterbildung sind gestandene Professionelle in der Regel und die interessieren sich neben einer weiteren Kompetenzentwicklung sehr für ihre berufliche Identität, was denn aus ihnen werden könnte. Wer bin ich im Beruf? Wer bin ich in meiner Organisation? Und wir machen dann dazu in Untergruppen Spiegelungsgruppen in zwei Varianten. Und diese Spiegelungsgruppen sind sehr beliebt. Eine Variante, jemand beschreibt sich selbst, etwa in der Weise, wie er sich auf dem Markt präsentiert. Und die anderen achten darauf, welche Resonanzen das in ihnen weckt. Welche Bilder steigen auf? Und solche Bilder steuern Beziehungen, egal wohin sie gehören und ob sie zu Recht oder zu Unrecht aufkommen. Und dieses Mal erfährt man von solchen Bildern. Natürlich in jeder Beziehung anders. Und trotzdem ist es sehr interessant, was sich rausschält. Oder die andere Variante, die anderen betrachten dich unter einer Frage und beobachten, welche intuitiven Einschätzungen in ihnen auftauchen. Zum Beispiel im Baustein Umgang mit Macht. Ich schaue den anderen an und kriege die Frage, stell dir vor, der kommt zu dir als Steuerprüfer. Und es ist sehr interessant, welche Bilder da auftauchen und sie stehen durchaus nicht immer im Einklang mit dem Selbstverständnis der anderen Personen. So erhalten Professionelle wertvolles Feedback von wichtigen anderen,
in dem Fall im Berufsfeld wichtigen anderen. Und man kann das spezifizieren durch vereinbarte Rollenperspektiven. Schau aus der Perspektive des Klienten, der Perspektive des Kollegen, des Lebenspartners, des Auftraggebers und so weiter. Und so erfahren die Teilnehmer bei uns in einem geschützten Umfeld, was über Resonanz auch sonst Wirkung hat. Nur dass man davon halt wenig erfährt. Richtig gehend elektrisieren kann uns, wenn jemand in uns etwas sieht, was wir so noch nicht gesehen haben, von dem wir aber unmittelbar spüren, dass etwas dran ist. Eine gute Konfrontation erkennt man daran, dass es einem wirklich neu ist und man dennoch das Gefühl hat, es immer gewusst zu haben. Ich glaube, das war Alfred Adler. Wir wollen, dass Leben gelingt. Gelingen heißt auch, vieles zu einer Story zusammenfügen. Ich meine nicht die schon etwas abgedroschenen alten Stories, die wir wieder und wieder erzählen, und auch nicht selbstverklärende Propaganda. Kennen Sie das, dass Sie sich manchmal selbst nicht mehr hören können? Die Kunst, sein Leben immer wieder frisch und lebendig zu erzählen, will gepflegt sein. Und ich glaube, solche Erzählungen halten lebendig. Das ist einer der Gründe, Bernhard hat es gesagt, weshalb ich glaube, noch nie einen Vortrag zweimal gehalten habe. Ich entwickle das immer weiter. Und wenn man sein Leben auf diese Weise immer wieder frisch weitererzählt, und Sie kennen alle die Begegnung, nicht unbedingt nur mit älteren Menschen, bei denen die das Gefühl haben, sie hören die Konserven zum tausendsten Mal, und man fragt sich, wie viel ist da noch lebendig? Selbst möchte man gern natürlich zu den entwickelnden Lebenserzählungen Ja sagen. Und wenn man das kann, ist das versöhnlich und beglückend. Ich glaube, ich kann zu den meisten meiner Lebenserzählungen Ja sagen. Ich bin nicht super glücksbegabt, aber es gibt mir doch ein rundes Gefühl. Und wenn dann auch noch wichtige Mitmenschen gerne zu dieser Lebenserzählung Ja sagen, dann ist das umso besser. Zu den existenziellen Themen aller Menschen gehört der Horror vor dem Tod. Meint zum Beispiel der 83-jährige Psychiater und Bestsellerautor Irving Yalom. Der Film über sein Leben, Anleitung zum Glücklichsein, ist gerade in den Kinos angelaufen. Ich habe eine Vorschau gesehen, ich glaube, das lohnt sich. Der Horror, sagt er, vor dem Tod soll sich aus ungelebtem Leben befeuern. Wer so vieles nicht gelebt hat, tut sich schwer, es gut sein zu lassen. Aber wie in jedem Leben, nicht alles geht. Daher geht es auch um Versöhnung mit Unwiederbringlichem. Neben Aufrichtigkeit mit der eigenen Geschichte hilft uns dabei Poesie, eine Lebenserzählung finden, die so stimmen kann und mit der wir uns versöhnen können. Die vielen bekannte Jungianerin Verena Kass zum Beispiel hilft Menschen, in einer Lebensrückblickstherapie zu ihrer Lebensgeschichte zu finden und zu ihr Ja zu sagen. Therapie also nicht, um Störungen zu beseitigen, sondern um Seelenfrieden zu finden. Therapie als praktische Philosophie und als Seelsorge. Zurück zur Orientierung unterwegs. Also Leben nach Wunsch und Plan scheint nur begrenzt möglich. Man muss unterwegs erst rausfinden, aus welchem Holz man gemacht ist und was man daraus schnitzen kann. Dazu braucht es Ahnungssinn. Die Nase für das Mögliche,
wie Marie-Luise von Franz, seine berühmte Jungschülerin, gesagt hat. Und das meint nicht das Ausdenkbare und das Wünschenswerte, sondern Jung hat geglaubt, dass es eine seelische Möglichkeit gibt, das wirklich Mögliche, passend Mögliche ahnen zu können. Und man braucht dazu die Kompetenz des gefühlsmäßigen Bewertens, also eine Übung darin, zu spüren, ob die Tendenzen essentiell sind. Und auch da brauchen manche Menschen Übung. Wir alle haben da Stärken und Schwächen. Und wir brauchen eine Gemeinschaft, in der wir uns helfen können, uns zu üben. Und wir brauchen eine Dialogkultur in dieser Gemeinschaft mit vielschichtigen und sensiblen Menschen. Und eine solche Dialogkultur aufzubauen, ist bei uns ein wesentliches Element unserer Lernkultur in den Curricula. Und wir geben den Teilnehmern eine Didaktik, was sie tun können, eine solche Dialogkultur auch in den Kreisen, in denen sie sich beruflich bewegen, einzuführen. Ja, das waren jetzt einige Gedanken zur Frage der Individuation. Wie kann ich darauf schauen, ob ich das werde, was mir möglich ist? Jetzt zu den seelischen Kraftfeldern. Für diese seelischen Kraftfelder habe ich ja bereits diese Metapher von den Magnetfeldern angeboten und die Frage formuliert, wie können wir denn etwas über diese Kraftfelder erfahren? Wie können wir Dialog halten? Dazu eine Metapher, die mir mal eingefallen ist, meist unter der Dusche fallen mir solche Dinge ein. Ich stelle mir meine Seele vor wie ein unsichtbares Fischernetz. Es hängt an Bojen, die an der Oberfläche sichtbar sind, doch das Netz reicht in Sphären, die nicht völlig auszuloten sind. Auch kann man das Netz selbst nicht wahrnehmen, bekommt aber eine Vorstellung davon durch das, was darin hängen bleibt. Dabei ist nicht wichtig, ob dieser Fang meinem Ego gefällt. Allein, dass es geblieben ist, zeigt, dass es mit mir zu tun hat und beachtet werden sollte. Von den Millionen Bildern und Erlebnissen, denen wir begegnen, vergehen ja die meisten spurlos. Andere hinterlassen Spuren, in denen zu lesen sich vielleicht lohnt. It takes one to know one, ist ein amerikanischer Spruch. Also das, was dir hängen bleibt, erzählt von dir und deiner Seele, weil es darin hängen bleibt. Nur zwei kleine Beispiele erstmal. Warum blieb mir von der gesamten Vietnamkriegzeit nur die Randnotiz, dass Ho Chi Minh immer seine Jacke selbst geflickt hat? Warum ist mir vom Besuch meines ersten Seminars das Bild der vielen leeren Weinflaschen geblieben, die von der Putzfrau aus dem Trainerzimmer entsorgt werden musste? Was erzählt das alles über mich? Und wenn Sie mit jemandem zusammen im Urlaub waren und hören nachher dessen Urlaubserzählungen, dann erfahren Sie viel über ihn und manchmal wenig über den Urlaub. Interessant sind zum Beispiel Schlüsselbegegnungen. Will man mehr über seine Beraterseele wissen, kommt man zum Beispiel über eine geleitete Fantasie einem Bild näher. Und zum Beispiel bei der Frage, was waren deine ersten Erfahrungen mit Rat geben und mit um Rat gefragt werden? So ging es mir vor ein paar Jahren in meinem Seminar in Brasilien, ganz unvermutet, in einem Interview. Und ich fand mich sehr schnell als Fünfjähriger bei Fräulein Selzer wieder. Fräulein Selzer, eine einfache, liebevolle Frau, damals vielleicht 50-jährig, Büglerin im mittelständigen Schneidereibetrieb meiner Mutter. Diese war in unserem Elternhaus angesiedelt. Das Institut heute ist auch bei uns
in unserem Privatbereich. Ich liebte es, bei Fräulein Selzer zu sitzen, sie geschickt arbeiten zu sehen, den Dampf zu riechen und ihren Geschichten zu lauschen. Sie erzählte gut und gerne. Plötzlich unterbrach sie sich und schaute mich mit weitem Blick an. Und dann fragte sie mich, den Fünfjährigen, wie kann es sein, dass Gott allmächtig ist und doch all das Böse in der Welt zulässt? Natürlich wusste ich nichts darauf zu antworten. Doch dass ich von einem wichtigen Menschen als jemand betrachtet wurde, der solcher existenzieller Fragen würdig ist, ist mir geblieben. Das gab es sonst nicht in meiner Familie. Und ich glaube, es hat etwas in mir gemacht. Auch war diese Schlüsselszene bis vor 2 Jahren völlig aus meinem Bewusstsein entschwunden. Doch warum ist mir gerade diese geblieben? Was sagt das über meine Seele? Wie hat das zu dem Magnetfeld beigetragen, das meine Lebensentwicklung gesteuert hat? Jahrzehnte später erfuhr ich von Milton Erickson, und dass er durch Stories lehrt. Es gab für mich kein Zögern, ich fühlte mich dorthin berufen. Vielleicht hat das mit Freund Selzer und diesem Teil meiner Seele zu tun. Von einer Berufung durch Schlüsselbegegnung hat mir auch vor kurzem meine Kollegin erzählt, Erbin eines Großunternehmens, Stifterin in vielen großen Stiftungen. In der Erwartung, die Nachfolge ihres Vaters anzutreten, hatte sie BWL studiert. Als sie dann nicht zum Zug kam, war sie völlig aus dem Gleis und sie suchte in einer Fastenkur eine neue Orientierung. Wer bin ich dann überhaupt? Und während dieser Tage stand ihr plötzlich ihr längst vergessener Grundschullehrer wieder vor Augen. Dieser hatte nicht versucht, an ihr, der Legasthenikerin, herumzuerziehen, wie manche andere, sondern er war ihr achtungsvoll begegnet und hat damit ihre Seele nachhaltig geprägt. Und erst vor kurzem in einer Talkrunde zum Thema Reichtum erklärte sie, viele Jahrzehnte später als reife Dame, passioniert: Ich gebe meine Mittel gerne aus für Projekte, in der Erwachsene lernen, Kinder nicht zu erziehen, sondern ihnen ein aufmerksamer und achtungsvoller Partner zu sein. Man kann sich an diesem Beispiel vorstellen, wie ein ganzes Leben als Fachfrau, als Stifterin durch solche Kraftfelder im Hintergrund geprägt war. Sie hat genügend Aufmerksamkeit drauf gehabt und deswegen auch davon erzählen können. Seelisch mein zwar aktuell aus meinen inneren Kraftfeldern kommend, das heißt aber nicht, dass alles nur aus mir selbst kommt, also aus irgendwelchen inneren Tiefen oder esoterischen Höhen geschöpft ist. Seelisch meint auch alles, was mir von Welterfahrung in diesem seelischen Netz hängen geblieben ist. Seelisch ist also dialogisch mit der Welt. Und mit Kraftfeldern ist gemeint, dass solche inneren Bilder meinen Lebensweg mitbestimmen, Entscheidungen beeinflussen, andere Menschen mit ihren Kraftfeldern anziehen oder auf Distanz bringen. Seelische Kraftfelder sind a priori meiner bewussten Lebensführung und auch vieler Begegnungen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass Menschen intuitiv auf die seelischen Kraftfelder in den Personen reagieren. Und wenn man, wie ich das vorher gezeigt habe, mit den narrativen Methoden und Spiegelungsmethoden arbeitet, kann man feststellen, dass
diese intuitiven Einschätzungen in Bildern in ihnen aufsteigen und dadurch gibt es eine Möglichkeit, nicht nur unbewusst miteinander umzugehen, sondern das auch bewusst zu besprechen. Ich habe im Laufe der Jahre viele Verfahren entwickelt, um mit inneren Bildern Dialog zu halten. Das kann ich jetzt in der Kürze nicht darstellen. Sie finden das auf meiner Website, dort bei Themen seelische Bilder oder im Downloadbereich unter Intuition und metaphorisches Arbeiten. Es gibt auch ein Büchlein am Büchertisch, systemische Traumarbeit. Von der Website ist es alles kostenlos zum Download, deswegen darf ich hier darauf hinweisen. Ich bewege mich heute mit diesem Fokus an einem Ende meines Spektrums. Das andere Ende ist gekennzeichnet durch Begriffe wie Organisationscoaching, Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung in Organisationen. Davon werde ich es morgen Vormittag im Workshop haben. Mir sind gerade diese Brückenschläge wichtig. Und ich finde es spannend, die eigenen persönlichen Archetypen, wie ich das mal genannt habe, und die Zusammenhänge zu den verschiedenen Lebensbereichen, in die hinein ich mein Leben lebe, zu studieren. Wie das Bild von der Seele als Fischernetz zeigt, handelte es sich natürlich je nach Fischvorgang um eine besondere Auswahl von inneren Bildern, die nie systematisch ist und auch nicht vollständig verstanden werden kann. Aber wir können fokussieren. Also bei narrativen Verfahren, etwa in einer geleiteten Fantasie, auf Bilder zur Schicksalsbeeinflussung. Mir kam dazu eine Szene aus einem Krimi der 1970er Jahre in Erinnerung. Außer dieser Szene weiß ich nichts mehr von dem Film. Ein Mann startet bei einbrechender Dunkelheit mit einem Motorboot, in dem auch seine Frau ist, aufs offene Meer. Auf einem Hügel sitzt ein Hippie am Strand und macht dort ein Lagerfeuer. Der Mann kommt nach einer guten Stunde ohne seine Frau zurück. Der Hippie bekommt einen Verdacht. Ohne sich sonst einzuschalten, schürt er die ganze Nacht das Feuer. Weithin leuchtend zeigt es den einzig erreichbaren Strand an. Gegen Morgen erreicht die Frau mit letzter Kraft schwimmend das Ufer. Ich empfinde besondere Genugtuung, wenn mein Institut als Leuchtturm in der Professionslandschaft bezeichnet wird. Vielleicht hat es mit diesem Bild zu tun. Ich finde es auch ganz schön, wenn Sie selbst in beraterischen und helfenden Berufen auf diese Weise sich verdeutlichen, wie ihre Seele eigentlich zur Schicksalsbeeinflussung eingestellt ist. Und es wäre vielleicht für manche Begegnung mit dem Klienten ganz gut, wenn das transparent gemacht würde, sodass derjenige überlegen kann, ob er diese Grundeinstellung zur Schicksalsbeeinflussung eigentlich teilen möchte. Und manche Therapie wäre dann vielleicht sehr sparsam frühzeitig zu Ende. Interessant sind auch Heldenfiguren als Fokussierungen für die Dialoge. Mich zum Beispiel hat die Figur von Moses immer sehr beschäftigt. Obwohl ich von meiner Erziehung für religiöse Themen keine besondere Begabung hatte. Aber diese Idee, da versucht jemand sein Volk darauf aufmerksam zu machen, dass sie unnötig in Knechtschaft bleiben und dass es eine Möglichkeit gibt, das gelobte Land, ich würde heute übersetzen, das eigene zu finden, aber dass es dorthin ein schwieriger Weg ist, scheint als Mythos mich irgendwie ergriffen zu haben. Ich habe mich dann manchmal als Reformer dieser Art von Verbänden versucht und bin losgestorben, um auch nach einer Weile festzustellen, dass ich allein war. Das ist nicht so einfach. Stämme aus einer komfortablen Gefangenschaft zum Aufbruch zu bewegen.
Ja, und das Stammvater werden in der späteren Zeit an Moses ist, glaube ich, auch etwas, was meine Seele berührt. In verschiedenen Lebensphasen verschiedene Aspekte meines Verständnisses der Geschichte von Moses. In einer Sache bin ich sehr klar irgendwann, und dadurch dachte ich, aber eins willst du nicht, vor dem Überwechseln ins gelobte Land sterben und nur noch traurig hinterher gucken. Und da habe ich sehr viel Aufmerksamkeit drauf verwendet, was ich tun kann, dass die nächste Generation mich mitnimmt. Das ist jetzt sehr kurz skizziert, aber vielleicht kriegen Sie trotzdem eine Ahnung. Es gibt bei mir noch andere Bilder, die ich an anderer Stelle auch ausführlich dargestellt habe, zum Beispiel den Zirkusdirektor oder den Schiffskoch. Kurz zum Schiffskoch, da ist ein Frachtschiff, kein Luxusliner, eine Kombüse und auf kleinstem Raum mit einfachsten Mitteln bereitet dieser Schiffskoch ein unspektakuläres, aber wohlschmeckendes Essen für die Mannschaft. Um die Mittagszeit kommt die Mannschaft und sie essen zusammen. Und dann geht jeder wieder an seine Arbeit. Und der Schiffskoch kann in Ruhe seine Kombüse aufräumen. Und ich genieße es heute, die Mitarbeiter essen immer gemeinsam bei unserem Institut, wenn die alle vom Acker sind und ich noch die Spülmaschine einräumen kann und ich muss nicht in die Gruppen. Ja, diese meine eigenen archetypischen Bilder haben einen ganz anderen Charakter als die eines Führers eines internationalen Konzerns, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Eine seiner Leitfiguren war Alexis Sorbas. Ein Engländer begegnet Kreta und diesem Griechen Alexis Sorbas. Unternehmerisch scheitert er dort total und am Ende erlebt er existenzielle Versöhnlichkeit. Die Älteren unter Ihnen kennen wahrscheinlich Szenen aus dem Film mit Anthony Quinn, Teach Me to Dance, und wie sie am Schluss zusammen zur Taki tanzen. Aber das alles im Hintergrund eines Hauptverantwortlichen eines internationalen Entwicklungskonzerns kann ein Thema sein. Er rang immer mit den Themen, was ist eigentlich Erfolg meines Berufslebens und wie geht gute Führung? Da kann man auf vielen Ebenen dran arbeiten, aber es ist auch die Ebene interessant, dass eine seiner persönlichen Mythologien der Seewolf war, die Geschichte vom Seewolf. Auf den Weltmeeren ist er unterwegs als Kapitän eines Schiffes. Er herrscht mit harter Hand auf diesem Schiff und wird immer brutaler, je größer seine Angst wird, dass die Mannschaft seine zunehmende Erblindung entdeckt. Am Ende meutert die Mannschaft und setzt ihn auf hoher See aus. Immer wenn die Frage der Wiederbestellung für ihn als CEO anstand, war in seinem Leben eine sehr große Unruhe. Also Sie ahnen vermutlich, dass das Berufsleben dieses Menschen eine völlig andere Grundspannung von ihrem Hintergrund her hat als mein eigenes. Und nun haben wir zwei Menschen mit so verschiedenen mythologischen Hintergründen, viele Begegnungen, ich als Berater, er als Klient, oder man kann sich vorstellen, da begegnet Moses und Co., Alexis Sorbas und Co. Viele Menschen begegnen sich professionell und in Organisationsrollen. Und wir haben viele Arbeitsebenen dafür, die ich jetzt heute nicht berührt habe. Aber es begegnen sich, so kann man das verstehen, auch komplexe, hintergründige Kraftfelder und bestimmen mögliche gemeinsame Wirklichkeiten mit. Man kann sich vorstellen, dass sich persönliche Magnetfelder, um in dieses Bild wieder zu gehen, bei der Begegnung verändern, im Kontakt mit dem Magnetfeld anderer. Im Guten wie im Schlechten. Psychotherapie beschäftigt sich leider zu viel mit dem Schlechten. Und man kann sich auch vorstellen, dass nicht nur Magnetfelder anderer Personen,
sondern auch in größerem Rahmen Wirkkräfte von Professions- und Organisationswelten mit diesen individuellen Kraftfeldern interagieren. Und damit stoßen wir an das Thema Organisations- und Professionskulturentwicklung. Und diese Art von Dialog hilft uns, hintergründige Strömungen solcher Kulturentwicklungen zu verstehen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Dimensionen, die man fokussieren kann. Ich werde nachher in Workshops ein oder andere noch bringen. Talente und Behinderungen, familiäre Wurzeln. Milieus und Gemeinschaften, wenn zwei Menschen zusammenkommen, begegnen sich immer auch zwei Milieus. Das sollte man auch bei Eheschließungen bedenken. Umweltentwicklungen, Zufälle. Man kann das meinen oder nicht meinen, dass seelische Kraftfelder auch für die berufliche Selbstwertung bedeutsam ist. Ich persönlich halte es für unvermeidlich. Aber manche Schulen propagieren, dass es eine Tugend wäre, die in diesem Vortrag dargestellten Kräfte aus der professionellen Arbeit auszuklammern. Ich halte das nicht für möglich und auch nicht für wünschenswert. Wenn man transparent, verantwortlich und schöpferisch damit umgeht, besteht in diesem Andienen eigener Wirklichkeiten die Essenz schöpferischer und heilender Beeinflussung. Nach dem schon erwähnten Existenzpsychologen und Philosophen Yalom ist es am Ende die Begegnung mit dieser authentischen Qualität auf Augenhöhe, die befruchtet und heilt. Sie gibt dem Handwerk die Würze. Vielen Dank.